Heute geht es um Menschen, die mit sehr seltsamen Krankheiten leben müssen. Manche dieser Leiden haben noch nicht einmal einen Namen. Schau dir einfach dieses Video in Ruhe an. Flüssige Lebensmittel. Für die 31-jährige Sarah Portilla aus Kalifornien war es ein lang gehegter Traum, wieder einmal ein Stück Schokoladenkuchen mit Vanilleeis zu genießen. Etwa 3 Jahre lang war Portilla nicht in der Lage, feste Nahrung ohne starke Magenkrämpfe und Erbrechen zu sich zu nehmen. Ihre Nahrung bestand aus flüssigen Nährstoffen, die über eine in einem Rucksack versteckte Infusion verabreicht wurden. Anfangs wurde sie der Anorexie und des Drogenkonsums beschuldigt, aber sie wusste es besser. Die Familie mit 2 kleinen Kindern geriet unter starken Druck und Sarahs Ehemann Anthony war der Verzweiflung nahe. Schließlich wurde sie an Spezialisten für seltene Magenerkrankungen an die Universität von Kalifornien überwiesen. Sie litt an einem sehr seltenen Verdauungssyndrom, bei dem der Übergang der Nahrung von ihrem Magen in ihren Darm behindert war. Nach einer großen Operation wird sie wieder normal essen können. Mit geschlossenen Augen. Natalie Adler aus Melbourne ist seit 13 Jahren an jeweils 3 Tagen in der Woche blind. Die 30-Jährige wird seit ihrem 17. Lebensjahr von dieser seltsamen Krankheit geplagt. Sie stand eines Tages mit geschwollenen Augenlidern auf, die 3 Tage lang geschlossen blieben. Dieser Zyklus wiederholt sich immer wieder. Ärzte auf der ganzen Welt stehen vor einem Rätsel und es gibt noch keinen Namen für diese Krankheit. Trotz vieler Operationen ist keine Besserung eingetreten. Sie bekommt sogar Botox-Injektionen, um ihre Augenlider teilweise offen zu halten. Glücklicherweise hat sie die volle Unterstützung ihres Mannes und hofft, eines Tages ein Buch schreiben zu können. Hartnäckiger Schluckauf. Bei den meisten Menschen hört der Schluckauf nach einer kurzen Weile wieder auf. Doch der 25-jährige Chris Sands, ein englischer Musiker, hatte einen Schluckauf-Anfall, der 3 Jahre lang anhielt. Das war eine echte Qual. 3 Jahre lang konnte er nicht ruhig schlafen, nicht ordentlich essen, nicht hinter dem Steuer sitzen. Sein Leben wurde völlig auf den Kopf gestellt. Er probierte alles. Wasser auf bis zu 100 verschiedene Arten trinken, eine Sauerstoffkammer, Yoga und Hypnose. Schließlich bat er über das Internet um Hilfe und wurde von einem japanischen Fernsehsender zur Untersuchung durch einen Schluckauf-Spezialisten nach Tokio geflogen. Es stellte sich heraus, dass er an seinem Hirnstamm einen Tumor von der Größe eines Bonbons hatte. Dieser wurde entfernt und Chris war befreit. Der kleine Junge, der nicht schlafen konnte. Als Elternteil eines aktiven Kleinkindes kann man nur aufatmen, wenn es nachts in seinem Bettchen liegt. Den Eltern des 3-jährigen Red Lamb blieb diese Erholung versagt. Ihr Kleinkind blieb 24 Stunden munter. Obwohl sein Körper erschöpft war, blieb sein Gehirn wach. Laut seiner Mutter Shannon war es eine sehr beängstigende Situation. Gleichzeitig führte der Schlafmangel des Jungen dazu, dass er sich schlecht benahm. Er war ständig launisch und konnte weder spielen noch mit anderen kommunizieren. Er wurde aggressiv gegenüber seiner Mutter, der er manchmal ein blaues Auge verpasste. Sein Vater sagte, alles geriet außer Kontrolle und als Eltern konnten sie ihm nicht helfen. Nach Jahren verschiedener Arztbesuche fanden sie schließlich heraus, dass Red an einer sehr außergewöhnlichen Gehirnkrankheit, der Chiari Malformation, litt. Nach einer riskanten, aber erfolgreichen Operation konnte er endlich wieder normal schlafen. Sein Entwicklungsrückstand wurde schnell aufgeholt und er konnte wieder normal mit anderen Kindern spielen. Das menschliche Google. Wie würde es dir gefallen, nie wieder etwas zu vergessen? Es gibt eine sehr kleine Gruppe von Menschen auf der Welt, die sich an jedes Ereignis in ihrem Leben im Detail erinnern können. Eine solche Person ist Brad Williams, der von seiner Familie als menschliche Suchmaschine gesehen wurde. Sein Bruder Eric Williams plant einen Dokumentarfilm über das besondere Andenken seines Bruders mit dem Titel Unvergesslich. Für Neurowissenschaftler sind solche Menschen wichtig, um die Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses zu erforschen. Es handelt sich um eine seltene Hirnerkrankung, die als Hyperthymesie bezeichnet wird. Leider wird neben den angenehmen Ereignissen auch jeder unangenehme Vorfall ständig wiederbelebt. Man kann nichts vergessen. Es scheint, als trüge man ständig eine offene Wunde mit sich herum. Nicht mehr blind. Wäre es nicht toll, nach mehr als 20 Jahren Blindheit plötzlich wieder sehen zu können? Der Pole Janusz Goraj erblindete in jungen Jahren nach einer allergischen Reaktion.
Mit seinem linken Auge konnte er überhaupt nicht sehen und mit seinem rechten Auge nur noch vage Formen und Lichter unterscheiden. Das Wunder geschah, als er beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren wurde. Seinen Angaben zufolge hat er durch den Unfall sein Augenlicht wiedererlangt. Er schlug mit dem Kopf auf die Motorhaube des Autos, rutschte aus und fiel auf die Fahrbahn. Nach der Hüftoperation, der er sich infolgedessen unterziehen musste, erholte sich sein Sehvermögen ebenso wie seine Hüfte. Die Ärzte waren erstaunt, aber Janusz wollte keine weiteren Untersuchungen. Für ihn war das Wichtigste, dass er wieder sehen konnte, egal warum. Nie wieder Sudoku. Dominik Erich, ein Sportstudent aus Deutschland, darf nie wieder Sudoku spielen. Der 25-jährige Mann geriet während eines Skiurlaubs in eine Schneelawine und wurde 15 Minuten lang unter dem Schnee verschüttet. Er litt an Hypoxie, bei der es einen niedrigen Sauerstoffgehalt im Körpergewebe gibt. Während seiner Genesungszeit erlitt er plötzlich einen Krampfanfall in seinem linken Arm, nachdem er ein Sudoku-Rätsel gelöst hatte. Er fiel von seinem Rollstuhl und blieb eine Weile dort liegen, weil er sich nicht bewegen konnte und rief um Hilfe. Es stellte sich heraus, dass diese Schocks mit Krämpfen und Zittern durch bestimmte Reize im Gehirn verursacht wurden, die durch Lesen, Rechnen, Spiele und Lärm hervorgerufen werden. Sobald er sich während des Rätselns auf einen bestimmten Punkt konzentrierte und auch die vertikalen und horizontalen Möglichkeiten betrachtete, begann seine Hand zu zittern. Die Behandlung war einfach. Erich musste für immer mit dem Rätseln aufhören und seitdem hatte er nie wieder einen Anfall. Tot oder nicht? Warren McKinley wurde nach einem Motorradunfall mit einer sehr seltsamen Krankheit, dem Caudard-Syndrom, konfrontiert. Der Patient glaubt, er sei tot, obwohl er noch lebt. Er selbst beschreibt es als einen ständigen Kampf zwischen Gehirn und Körper. Zu seinem großen Glück überlebte er den Unfall und musste sich dann von zahlreichen Knochen- und Beckenbruch erholen. Dies bedeutete, dass er monatelang an den Rollstuhl gefesselt war. Aber das Schlimmste stand noch bevor. Er wurde zur weiteren Genesung in ein anderes Krankenhaus verlegt, da der Verdacht bestand, dass er auch einen Hirnschaden erlitten hatte. Das entwickelte sich zum Caudard oder zum Running Dead Syndrom. Er war überzeugt, tot zu sein, so dass er keine weiteren Anstrengungen unternehmen musste, um zu genesen. Ein Leidensgenosse half ihm damit zu leben. Er sollte den alten Warren ruhig als tot betrachten und sich selbst als den neuen Warren sehen. Er würde zwar nie wieder der Alte sein, aber er könnte weiterleben. Das Herz heilt sich selbst. Dies ist die unglaubliche Geschichte des 23-jährigen Michael Crow. Alles begann mit Übelkeit und Schüttelfrost. Sein Arzt diagnostizierte eine schwere Form der Magen-Darm-Grippe, aber spätere Untersuchungen zeigten, dass es sich um eine bakterielle Infektion handelte. Er hatte eine akute Form von Myokarditis und eine Entzündung des Herzmuskels. Sein Herz funktionierte nur zu 10% und seine anderen Organe begannen zu versagen. Er musste an eine Maschine angeschlossen werden, die die Arbeit seines Herzens und seiner Lungen übernahm und auch sein Blut reinigte. Dennoch war eine Herztransplantation dringend erforderlich. Kurz vor der Operation bekam er auch eine Blutvergiftung, die die Operation verzögerte. Und dann passierte etwas Unglaubliches. Crow erholte sich. Nach 4 Wochen arbeitete sein Herz normal und er durfte mit Medikamenten und einer speziellen Diät nach Hause gehen. Nach Ansicht der Ärzte war dies ein großes Wunder. Bevor du dir die Nummer 1 ansiehst, würde ich mich freuen, wenn auch du den Top 10 Kanal abonnierst und auf die Glocke tippst für noch mehr lehrreiche und interessante Videos. Und nun die Geschichte des verkrümmten Mannes, der nach 28 Jahren wieder stehen konnte. Li Hua aus China kann wieder aufstehen. Der unglückliche Mann litt seit seinem 18. Lebensjahr an einer schweren Form der Bechterew-Krankheit, einer Entzündung der Wirbelsäule, die eine Krümmung verursacht. Leider konnte sich seine Familie nicht die richtige Behandlung leisten, sodass sich sein Zustand immer weiter verschlechterte. Die Krümmung ging so weit, dass sich sein Oberkörper auf die Oberschenkel faltete. 3 Körperteile waren miteinander verbunden, das Kinn mit der Brust, das Brustbein mit dem Schambein und das Gesicht mit dem Oberschenkelknochen. Der arme Hua unterzog sich nicht weniger als 4 Operationen in Shenzhen.
Seine Knochen waren buchstäblich gebrochen worden und rekonstruiert. Wäre er nicht operiert worden, wäre der Druck auf sein Herz und seine Lungen zu groß geworden, was zum Tod geführt hätte. Nach 28 Jahren kann Li Hua wieder aufstehen und endlich sein Leben beginnen. Hattest du schon einmal von einer dieser seltenen Erkrankungen gehört? Wie immer freuen wir uns über deine Kommentare und einen Daumen nach oben.